Hallo Leute, willkommen zu Clash Royale. So, pokalmäßig müssen wir gar nicht gucken. Ich habe gestern experimentiert und ich finde es immer doof. Ja, Clan ist cool zum Experimentieren. Clan ist cool zum Experimentieren. Ich gucke mir jetzt mal nicht die Leute an. Aber echte Gegner sind gut und darum... ich finde mein Deck eigentlich ganz gut. Jetzt machen wir aber erstmal die ganzen Kisten auf, die ich hier so... gebunkert habe für euch zum Aufmachen. Ein Musketier, jetzt die silberne Bogenschützen, eine Walküre, dann die erste goldene, 150, drei Minions, vier Minions, elf Knights, ich mag die eigentlich, und nochmal zwei dumme Bombentower, die gehen wir gewaltig aufs Senkel, die kriege ich irgendwie immer, 146 Gold. Nochmal eine Minion-Horde. Sechs Skelette. Woo. Elf Bombenskelette. Okay, nice. Da könnte ich gerne noch ein paar nehmen. Die spiele ich auch. Und zwei Valkyren. Tatsächlich muss ich sagen, nichts Gescheites. Crown Chest, ja, in 20 Minuten. Das werden wir aber heute in dem Video hier nicht mehr schaffen. Ich öffne jetzt mal nicht die Kiste, weil vielleicht ziehen wir noch was Besseres. Das ist so jetzt mein Deck, was ich spiele. Aber auch das mag ich noch. Und auch mein Luftdeck. Ich bin mit den Tausender-Schritten immer so geizig. Ich meine, die Pfeile habe ich ja in mehreren Decks drin. Also wir spielen das jetzt noch ein bisschen. Hier ziele ich halt drauf ab, mit Schweinereiter und Prinz-Damage zu dealen. Ich... muss tatsächlich sagen, im Video spiele ich oder im Stream nicht so sehr konzentriert irgendwie, weil ich halt die ganze Zeit plapper oder im Stream nach dem Chat gucke, gehört dazu. Aber gucken wir mal erstmal nach der Starthand. Er will nichts sagen. Wir legen mal den. Ja, hopp. Bombe dahin. Ich nehme jetzt noch die Skelett, die Pfeilwerfer mit dazu, damit das sollte so irgendwie nicht passieren. Ja gut, dann komm. Truff. Okay, er macht dasselbe wie ich. Ein bisschen doof von mir. Muss ich tatsächlich sagen. Ich... oh, ja gut. Da muss ich mich nicht drüber beschweren, dass es am Video lag. Das war einfach dumm gespielt. Tja, hast du gedacht, ich beschwöre was hin. Aber trotzdem kriegt er meinen Tower down. Also das war dumm gespielt. Aber da ist okay. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Er spielt wahrscheinlich ein ähnliches Deck wie ich. So. Hockreide. Ich warte. Mark hier hinterher. Der kann nämlich die Minion schade. Auch schade, dass der nur einen Hit, aber das ist, weil der von hier hinten den Hit abgekriegt hat. Ja, bin ich zu langsam, aber... oh, das war mein Bombenskelett, das lebt noch. Ah, was mache ich? Nein. Hier warten wir, sagt die Zeit 48 Sekunden. Das ist natürlich tatsächlich nicht mehr so viel. Ich hau jetzt mal ein bisschen mehr Truppen raus. Das war jetzt auch wieder nicht so prickelnd gespielt. Ich bin gerade nicht so begeistert von mir. Komm, Feuerball. Blitz. Ich bin sehr unbegeistert von mir. Ja, im Endeffekt ist hier nichts mehr zu holen. Kein Blumentopf zu gewinnen.
Da müssen wir einfach zugeben, er hat gut gespielt. Ich habe nicht gut gespielt. Darum gewinnen wir die nächste Runde. Best Gamer YouTube. Naja, dann, wenn er der Best Gamer ist, ja, dann kann ich doch auch mal verlieren, ne? So. Good luck da draußen. Meine Starthand gefällt mir nicht. Oh, ich habe gerade so ein Kommi auf YouTube, auf Twitter gepostet. Und das ist halt jetzt gerade sehr... Da kriege ich immer Kommentare und dann poppt das unten immer so auf. Ich hätte gern eigentlich einen Feuerball. Haben die tatsächlich da oben niedergemäht? Oh, da kriege ich den Feuerball. Oh, Maki hat auch noch einmal einen abgekriegt. Na? Feuerball ist draußen. Jetzt muss ich hier mal einfach nur... Schade, dass der Magier... Der wird mir gleich jetzt wahrscheinlich... eigentlich wäre Luft ganz gut für ihn, aber er wird mir irgendwas anderes hier vor die Füße setzen. Ich hätte gedacht, er friert ein. Ich werde aber als nächstes direkt den... Nee, das werde ich nicht machen. So, hier mein Tower da sieht noch ganz cool aus. Eigentlich hatte ich gehofft, dass das Skelett überlebt und dann hier ein bisschen mich unterstützt, was aber irgendwie keine Lust drauf hat. Da befürchte ich, muss ich sogar Feuerballen. Das langt nicht, das dauert mir zu lange mit dem Feuerball. Mein Prinz wird es nämlich nicht machen. Ich Feuerball da oben. Oh, mein Tower fällt auch. Was mache ich denn schon wieder? Junge! So. Minion nicht so prickelnd platziert. Komm, Markier, gegen die Luft, Markier. Was ist denn hier hinten dran? Ah, Bombenskelett. Puh. Weil ich bin ja nicht so der Typ, der dann, wenn das Video scheiße läuft, das neu aufnimmt. Also ich zeige euch schon, auch wenn ich scheiße spiele. Ich kenne Leute, die das dann so lang spielen, bis sie gut spielen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen kacke. Und darum, ja, good game, Junge. Well played. Hurra, hurra. 36 Pokal. Ich wechsle vielleicht einfach mal der Nerven halber das Deck. Wobei das andere jetzt nicht zwingend besser oder schlechter ist, aber da muss man durch. Oh. Ich habe es gestern, glaube ich, schon im Video gesagt. Genau. Rathaus Level 7. Level 5 sollten wir jetzt mal wirklich hinkriegen. Aber hier das Deck... Die Frage, auf welcher Seite ich pushen will. So, ach, warum lauft ihr Honks da lang? Geht doch mit den anderen. Okay, das ist immer gut. Direkt hinter der Witch platzieren. Dann geht die relativ schnell down. Ein Skelett läuft... ein Barbar läuft darüber. So. Wir sammeln jetzt erstmal Energie. Die Barbaren können da ruhig ein-, zweimal draufkloppen. Aber... Die kloppen immer schön, die Barbaren. Muss man sagen. Guck mal, da können die zwei Bogenschützen auch nichts machen. Ja, ich muss leider
mein Prinz setzen. Ich hatte nichts anderes. Okay, also das sollte jetzt fallen. Ich nehme aber mal die Goblins mit dazu. Noch einfach, dass wirklich der Tower auch tatsächlich fällt. Ah, ich sehe es schon. Jetzt spielen wir schön defensiv. Ich gehe jetzt erstmal auf den zweiten Tower. Aber wir lassen Elixier hochlaufen. Wenn er jetzt hier mit solchen vielen Truppen kommt, dann setze ich durchaus auch mal. Ich hätte ihn. War ein guter Versuch. Ich hätte auch wahrscheinlich, wenn es dumm gelaufen ist, nichts anderes gehabt. Ich meine, wir müssen hier nicht hoch gewinnen, wir müssen gewinnen. Einfach nur erstmal fürs Gefühl, weil sonst fuckt das echt ab, wenn man da jetzt ein paar Mal hintereinander verliert. Komm. Komm, komm, defensiv. Ne, Barbaren sind jetzt hier besser. Well played. Und wir haben endlich mal eine Runde gewonnen. Und ich schneide die ersten nicht weg. Ich muss da jetzt durch, dass ich scheiße bin. So. Und das dumme Pop-up von Instagram geht mir gewaltig auf den Senkel. Aber gut, da kann ich nichts machen. Wer so doof ist und direkt vorm Video in Instagram schreibt, huh, ich habe noch Plätze im Team, fragt an. Nicht für Clash Royale. Da ist unser Drittclan jetzt gerade in der Mache. Da könnt ihr gern anfragen. Heißt auch irgendwie Mr. Angezockt. Jetzt war ich auch hier ein bisschen übereifrig mit meiner Queen setzen. Mit meiner Witch setzen. Sie ist immer noch keine Queen, aber... Jetzt können wir hier... Er verteidigt nicht so richtig da. Darum kann ich da durchaus... mal ein bisschen spielen. Mal gucken, was er gleich bringt. Ich habe heute noch keinen Giants gelesen. Ach, er bringt einen X-Bogen. Kacke. Gott sei Dank. Echt Schwein gehabt. X-Bogen-Decks, ja, da lachst du, dummer X-Bogen. Ja, ich gehe jetzt mal hier ein bisschen noch ein Pufferer davor, danach spare ich wieder, bis meine Energie voll ist. Okay. Steht der Tower so, jetzt läuft sie doch hin. Jetzt habe ich unten wieder das dumme Fenster von Instagram und gleich Killerkind. Gleich das nächste Fenster von Instagram. Ich warte, ich brauche Mana, weil er wird gleich seinen X-Bogen setzen. In diesem Deck habe ich tatsächlich keinen Feuerball drin. Der nimmt den X-Bogen ja direkt raus. Da war ich zu langsam mit dem... Gut, kann ich mit leben. Und auch kein Schweinereiter und nix, also da... Ich stelle hier jetzt mal ein paar Truppen hin. Nein, warum den Magier? Geht mir auf den Senkel mit seinem dummen X-Bogen. Der war ein bisschen spät.
Kromwitsch, jetzt hat er den X-Bogen defensiv gestellt da hinten. Markia macht halt echt gut Damage da hinten. So, was machen wir? Ich hätte eigentlich gerne... Ich will jetzt so ein bisschen den Fokus auf da drüben legen. Mist, ich hab... Das war... Ich stehe hier ein bisschen eng zusammen. Ich meine, er verteidigt gerade um sein Leben. Match over. Okay. Anfang sah es kacke aus, zum Schluss wieder ein bisschen passabel. Aber dass ich jetzt gegen so einen Niedrigpokalspieler verliere, ist echt nervig. Ein Ründchen geht noch. Ah, ich wollte das Deck wechseln. Ihr könnt mir glauben, ihr habt schon gesehen, ich habe schon höher gespielt, aber ich muss mich konzentrieren. So, du kommst mit Prinz und Witch, du willst es witchen. Nehmen wir den noch dazu, hau ich einen Pfeilhagel drauf? Nö, jetzt schon. Dann gehen wir nämlich da mit noch Speerwerfern hinterher. Ich hoffe, dass der eine Baba... Oh, das ist aber Verschwendung für ein Fass. Aber okay. Wir lassen jetzt wieder Mana. Oder Energie, wie auch immer es heißt. Elixier heißt. Und dann werde ich... Ich wollte gerade sagen, Prinz antäuschen und andere Seite pushen. Aber jetzt werden wir warten, bis die Bombe weg ist. Hier lassen wir die Witch raus. Und hier würde ich jetzt gerne gleich den Prinz anstürmen lassen. Er lässt seine Witch raus. Ich habe keinen Mana für den Pfeilregen. Aber den kriegt er. Der kam ein bisschen spät. Ich nehme noch mal ein paar Pfeilwerfer mit hinten raus, einfach um noch ein bisschen Damage wenigstens daraus zu machen. Er hat schon wieder dafür sein Fass verschwendet. Also da muss ich fast wirklich verschwendet sagen. Also, aber gut, besser als dass der Tower eingerissen wird. Was sagt die Zeit? Eine Minute. Barbaren hebe ich wieder auf wegen Bombenskelett, darum hebe ich auch Mana auf. Doppel-Elixier ist natürlich schön, da waren wir. Ein bisschen doof, dass ich... Er will es jetzt aber wissen, ne? Und ein X-Bogen. So, das ist eigentlich so immer das Beste, was man machen kann. Neben die... Ah, die Bombe, die Bombe, die Bombe. Reit doch weg, du dummer Prinz. Oh, Gott sei Dank. Noch ein Treffer. Oh, was hat denn das? Oh, und ich habe die Pfeile verschwendet. Ich habe gedacht, das wäre aus. Huh. Well played. So, geht doch. Also, ich werde mich jetzt ein bisschen hochspielen, dass ich wieder da spiele, wo ich spielen will. So, also bei 1500 Pokal, irgend sowas in der Richtung. Eigentlich will ich noch höher spielen, aber das ist eigentlich ein Level, was ich halten kann. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat auch die... Ich finde es eigentlich ganz gut, auch zu zeigen, dass man verliert. Weil es bringt nichts, wenn ich jetzt die coolsten Spiele raussuche und ihr denkt, der ist bei 5... Egal bei wie viel Pokalen, und der gewinnt nur, weil keiner gewinnt. Nur auch die, die 4000 Pokale und sowas haben, gewinnen nicht.
Das gehört bei dem Spiel dazu, dass man verliert. Und darum finde ich es kacke, wenn ich nur zeigen würde, wenn ich gewinne. Schreibt mir gern dazu mal eure Kommentare in die. Euer Kommentar in die Kommentare. Ihr wisst, was ich meine. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Am besten schon morgen. Macht's gut. Bis dahin.